Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Und ja, heute, ihr habt es wahrscheinlich sicher schon im Titel gelesen, heute geht es um meinen neuen Auspuff und das ist der Remus für die Euro 4 Maschine. Endlich habe ich einen gefunden, der was wirklich auch für die Euro 4 Maschine ist und der was sich preislich noch abhebt von dem Agra, der nochmal ein Stück günstiger ist auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, 9 Uhr oder sowas am Abend. Ich bin jetzt gerade erst vom Arbeiten gekommen und ich versuche natürlich jetzt sofort ein Video für euch zu machen. Ja, erstmal, woher habe ich denn den Auspuff? Ja, richtig genial. Mir hat ja damals jemand geschrieben, dass jetzt halt ein Remus rauskommt für die 701 Euro 4. Dann habe ich sofort nachgeschaut, wo es denn den Remus gibt und ich bin dann auf Phoenix Motorrad Tuning gekommen und das ist ein Generalimporteur in Deutschland. Und die arbeiten mit Remus schon über 25 Jahre zusammen. Und da habe ich mir gedacht, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht und habe dann sofort dort angerufen. Habe dann mal nachgefragt, wie es denn aussieht. Da ist sofort jemand rangegangen. Also falls ihr nochmal Fragen habt zu dem Auspuff und ich vergesse irgendwas, entweder schreibt es mir dann unten in die Kommentare oder ihr ruft dann direkt bei denen an. Wäre natürlich auch eine chillige Sache. Die haben sofort darauf geantwortet, die haben sogar per E-Mail dann noch mit mir geschrieben. Richtig cool, den könnt ihr alles fragen, da geht immer eigentlich jemand ran. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich habe euch unten den Link mal reingepackt. Auf jeden Fall ist jetzt da, richtig nice Sache. Und den werden wir jetzt mal an dieses schöne Bike verbauen. So, Auspuff ist unten. Ich habe ungefähr 3 Minuten gebraucht, um den Auspuff runterzukriegen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das sind 4 Schrauben, die was man lösen muss und dann ist der Auspuff unten. So, dann kommen wir mal zu dem kleinen Paket. Ich kann mir nur vorstellen, dass es der Cup dafür ist. Oh mein Gott. Boah, Leute. Gönnt euch mal das Verbindungsrohr. Hey, das ist einfach übelst fett. Schaut euch mal den Cut an. Junge, schau, im Gegensatz zu meiner Hand, wie riesig der ist. Das ist ja nicht mehr normal. Der ist ein Stück größer. Der ist auf jeden Fall ein Stück größer wie der alte, wie der Euro 3 Cut. Aber ganz nice. Den verbinden wir jetzt einfach mit dem Auspuff. Und dazu gucken wir uns jetzt mal den Auspuff erstmal an. Oh. Oh shit. Sehr geil. Ja, ich habe mir in Schwarz gekauft und gönnt euch mal das Rohr. Im Gegensatz zu meiner Hand. Das ist ein Riesenloch. Also läuft auf jeden Fall. Und ich glaube, wir packen den jetzt einfach mal aus. Oh. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal diesen schönen Auspuff an. Mit dem schönen Remus. Logo integriert. Fuck, passt der gut zur Maschine. Oh mein Gott. Ja, eindeutig die richtige Entscheidung. Mit der schönen Carbon-Endkappe da vorne. Und dem geilen Logo. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall nicht bereut. Ich würde den auf jeden Fall wieder in Schwarz kaufen. Ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Hat nicht jeder. Und den werden wir jetzt verbauen. So, zum Verbauen selber ist ganz easy. Und allein schon, wie der verbaut wird, ist es einfach so was anderes. Die Qualität ist einfach so viel besser. So, dann stecken wir wie beim letzten Auspuff auch einfach wieder das Verbindungsrohr rein. Machen das fest mit den Federn. Einmal hier und einmal dort. Ganz easy. Oben habe ich es jetzt auch schon ein bisschen festgemacht. Dann muss ich es halt noch ausrichten, in welche richtige Position es halt dann am besten passt. Jetzt spanne ich erstmal kurz die Federn rein und dann kann man eigentlich eh schon verbauen. So, der Auspuff ist jetzt also sozusagen einbaubereit. Federungen, Halterungen, alles dran und Verbindungsrohr für den Krümmer. Alles passt mal jetzt zusammen. So, ich sag's euch einfach mal, hier sind die 2 Federn, Verbindungsrohr, easy, alles super zum Zusammenbauen gegangen. So, und jetzt bauen wir das nur noch hier an das schöne So, der Auspuff ist jetzt verbaut. Jetzt kommen nur noch die Plastiks, Hitzeschutz, Sitzbank dran. Und dann zeige ich euch mal das schöne Stück und
Leute, es sieht Hammer aus. Nice and pretty, but I gotta wait. Angels saying, I gotta stay. My message dog is being... Das fertige Motorrad und es sieht einfach so Porno aus. Oh shit. Der sieht voll nicht groß aus. Der passt so geil zur Maschine dazu. Schaut mal, wie schön der damit abschließt. Ich dachte, der ist viel bulliger. So sexy. Shit, sieht der gut aus. Fuck. Leute, da wird ein richtiger geiler Bikeporn auf euch zukommen. Da könnt ihr euch schon mal freuen. So Leute, jetzt fehlt uns ja nur noch der Soundcheck und den gönnen wir uns jetzt mal. Oh mein Gott, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass der so krank klingt, ey. Also ich hoffe, er kommt auf der Kamera wenigstens ansatzweise so rüber. Ich habe auch gehofft damals, dass er wirklich einen geilen Klang hat. Ich habe es zwar nicht so am Anfang gedacht gehabt, weil es ja eine Euro 4 Maschine ist und die machen ja alles kacke. Aber wirklich, ich kann euch sagen, der Auspuff, der lohnt sich unbedingt. Der ist so richtig nice, also ich bereue es keine Sekunde, ihn gekauft zu haben. Wie ich euch auch schon gezeigt habe, er sieht einfach so geil aus zur Maschine. Er passt einfach so gut dazu. Das ist richtig geil. Und ich kann auch nur jedem empfehlen. Und ich hau auch nochmal ein fettes Dankeschön an Phoenix Motorrad Tuning raus, weil sie mir halt die ganzen Fragen beantwortet haben, weil ich halt beim ersten Mal richtig auf die Schnauze gefallen bin. Und es halt diesmal wirklich umso besser lief. Falls ihr Fragen habt zu dem Auspuff, schreibt entweder mir oder ruft bei denen an. Ich packe euch ja wie gesagt den Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch doppelt sicher sein, dass ihr auch wirklich einen Euro 4 Auspuffen legal fahren könnt auf eurer Maschine. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden mit, wie es denn wirkt mit dem, ob ich jetzt mehr PS merke, ob ich weniger Leistungsverlust sogar habe vielleicht, was ich eher nicht glaube. Oder wie der Klang ist beim Fahren, das werde ich euch natürlich alles in den nächsten Videos sagen. Ich habe jetzt leider nur gerade nicht die Möglichkeit, euch das beim Fahren zu zeigen, weil es draußen einfach zu kalt ist, nass ist, Schnee liegt, Salz auf der Straße ist. Es ist einfach ein bisschen stressig gerade zur Zeit. Aber es werden auf jeden Fall weitere Videos kommen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung ein bisschen helfen, ob ihr den sexy Remus auch euch kaufen wollt. Aber wenn ihr die Optik seht, oh mein Gott, er sieht einfach so viel geiler aus wie der Agra. Und er sieht, ohne Scheiß, er sieht geiler aus wie der Leo. Ich feiere ihn einfach todes. Der ist so sexy, der passt so geil zur Maschine. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.